Oh, meine Drachlinge, im letzten Part sind wir hier hochgelaufen. Zu einer Hütte, die jetzt da oben sie im Netz nicht sehen kann. Dort hat der Augur, also der Chef von den. Der Chef nicht, also der Chef ist ja die Frau Sonnenhaar, die Tane. Fell? ne, wir haben mit dem Augur geredet, ein Magier, Druiden, was auch immer es sein möchte, Schamane. Ja, und dann haben wir halt mit ihm ein bisschen gequatscht und dann hat er uns erzählt, dass Sigrid abgehauen ist, weil sie ein Ritual irgendwie nicht beendet hat und so weiter. Und dann haben wir halt Nachforschungen betrieben, hier unten im Süden, und haben dann an der Klippe halt so ein Ritual. Also so ein Opferplatz gefunden, aber normalerweise sollte da etwas Verbranntes sein. Ist aber nichts Verbranntes gewesen. Und auch eine Lyriumflasche, die noch voll war. Und dann haben wir Sigrid damit konfrontiert und ihr gesagt, dass. Ja, dass ich das irgendwie falsch gemacht hätte. Also, dass sie. Was da los ist, und sie meinte, dass sie sich mit dem Geist angefreundet hat und sie ihn nicht verlieren möchte. Naja, für dieses Ritual hätte sie normalerweise zuerst die Lorienflasche trinken sollen, dann das Opfertier verbrennen und dann wäre der Geist weg. Glaube ich zumindest. Egal, ich weiß jetzt nicht, wie das da richtig ist. Auf jeden Fall werden wir uns heute weiter hier im Norden. Oh, das geht ja noch ganz weit hoch, sehe ich gerade in der Ferne. Na, wir werden uns hier noch ein bisschen weiter umgucken. Was es hier sonst noch so gibt. Hier unten ist auch so ein großes Häuschen gewesen. Hallo ihr beiden. Kann man unten hier im Haus sehen? Geht's ja auch noch irgendwo hin. Schauen wir uns mal hier die Bude an. Hey. Kann man da rein? Hi. Oh, die Küche. Hallo. Na? Ihr seid der Inquisitor. Ich habe gehört, in den Flachlanden singt man bereits Lieder über euch. Wieso wisst ihr so gut Bescheid? Oh, Helstim saugt sämtlichen Tratsch auf, wenn er unterwegs ist, um zu handeln. Und er ist gerade erst aus den Flachlanden zurückgekehrt. Ich bin Fulna Hetzdotten, Bewahrerin der Geschichten und Skaldin des Stammes. Ich bin noch nie einem Skalden oder einer Skaldin begegnet. Seid ihr so etwas Ähnliches wie eine Bardin? Ich denke schon. Jeder Stamm hat einen Skalden, der seine Lieder singt. Ist das bei euch etwa nicht so? Nein, ich fürchte nicht. Wir bewahren die alten Lieder und Geschichten, die Eide und die Legendennamen. Bis jetzt konnte ich euch noch folgen. Aber was genau sind Legendennamen? Die Skaldin vor mir wurde als Gulda Elsdotten geboren. Sie erschuf eine gewaltige neue Legende für den Stamm, die die Geister erfreute. Fortan nannten wir sie Gulda Güldenlied. Es sind also Titel, Ehrennamen. Nicht alle sind ruhmvoll. Mein Vater war Hed Eselskopf. Er konnte einen Streit nie auf sich beruhen lassen. Kann man sich einen Legendennamen auch selbst aussuchen? Nur wenn man möchte, dass man als albernes Kind verspottet wird. Was mich betrifft, so bin ich erst seit wenigen Jahren eine Skaldin. Ich habe noch keine großen Taten vollbracht, weder gute noch schlechte. Noch nicht. Naja, was nicht ist, kann ja noch werden. Auf ein andermal. Sichere Reisen. Seit ihnen der Kampf ihren Namen gab, okay. Habt ihr Hunger? Wir können ja erstmal kurz eine Pause machen, was essen. Wo geht's dahin? Hi. Ja. Oh, der Arme, dazu verdammt hier die Kartoffeln zu schälen. Und die anderen stehen halt doof rum. Er ist der Einzige, der jetzt schaffen muss. Die anderen stehen halt rum. Er darf Kartoffeln schälen. Mies. Sehr mies. Und wer ist unten drin? Oder oben?
Dann gucken wir erstmal hier unten, oder? Würde ich sagen. Mine oder sowas? Ist das eine Mine? Irgendeine normale Höhle. Was ist das denn? Güter Myrdotten. Weißt nicht, wer du bist? Ich speichere mal lieber. Hi. Seid willkommen, Inquisitor. Ich fürchte nur, für viel mehr als eine Begrüßung fehlt mir die Zeit. Ich muss diese Seelen für ihre große Reise vorbereiten. Insbesondere jene, die ohne die gebührende Ehrerbietung aufbrechen. Ihr Weg ist nicht selten der schwerste. Ich bin mit den Bestattungen bei den Avar nicht vertraut. Darf ich euch fragen, was die angemessenen Riten beinhalten? Wenn die Zeit gekommen ist, wird uns eine Himmelsbestattung zuteil. In den meisten Fällen wird der Körper aufgebahrt und Gebete werden gesprochen. Wenn die Vögel kommen, tragen sie die Seele zur Herrin des Himmels. Der Körper wird nicht länger benötigt und vergeht. In den meisten Fällen? Was meint ihr damit? Einige Seelen, wie Kaldans, sind dazu ausersehen, zurückzukehren. Der Augur deutet die Zeichen schon bei der Geburt. Es ist eine seltene Ehre. Um die Rückkehr zu ermöglichen, wird Korth dem Bergvater eine Opfergabe dargebracht, die unter dem Körper vergraben wird. So bleibt ein Teil der Seele zurück und gestattet es dem Rest, in diese Welt zurückzukehren und neu geboren zu werden. Gibt es jemanden, dem die angemessenen Riten nicht zuteil werden? Kaldan Enversen ist einer der wenigen, deren Seele zurückkehren könnte. Ein Blutsverwandter bringt dem Jagdmeister eine Opfergabe, die dieser vorbereitet. Zumindest sollte es so sein. Kaldans Sohn Finn hat diese Pflicht nicht erfüllt. Allerdings gäbe es da ja noch euch. Mich? Ihr seid Gast unseres Stammes. Ein Geschenk von euch kann nicht abgelehnt werden. Selbst wenn es eine Opfergabe für Kaldan ist. Ich kann niemandem vorschreiben, welche Art ein Geschenk zu sein hat, aber wenn euch meine Anregung zusagt, sprecht mit dem Jagdmeister. Ich sollte mich wieder auf den Weg machen. Die Herrin möge euch schützen. Mhm. Mal gucken, wie es mal machen können. Entweder den Sohn überreden. Ei. Okay, das sind dann hier die Gräber. Gut, dann lass mal dich trauen. Tut mir leid, ich wollte nicht stören. Mit dem Jagdmeister reden oder mit Sohnemann reden. Dann geht's dahin. Guckt man von da oben aus runter? Keine Ahnung. Der Wind wirkt kälter, als er sein sollte. Er kann schweben. Hi. Unten waren wir, da waren wir auch. Oh. Nee. Da waren wir noch nicht bei der Hütte. Und da gibt's noch was. Ah, ist auch ein Händler. Name eines Vaters. Schon mal ganz kurz. Wo es da mehr Ansehen gibt.
Ist halt so eine Sache. Man könnte jetzt dann die Sachen, diese Opfersachen jetzt der Jägerin geben, dann wird man einen Punkt dann hier bekommen. Oder man gibt es dann dem Sohn, ich weiß es nicht, wie wir das machen wollen. Nein, wir gucken erstmal hier Neue unten Nacht. nach, was da ist. Hervorragend. Da. Wie viele Videos sind das überhaupt jetzt? Ordner Videos Nummer 5, okay. Video Nummer 5 von 6. Ah. Unsere Gäste sind uns willkommen, solange sie ihre Waffen nicht ziehen. Was? Wir dürfen euch verprügeln? Alter, was ist das denn? Unsere Gäste sind uns willkommen, solange sie ihre Waffen nicht ziehen. Okay, es ist über uns. Und eine Quest auch noch. Unsere Gäste sind uns willkommen, Ah, die solange sie Knarre da ihre hinten. Waffen. Was soll man hier? Ich glaube, der ist schlechter als das, was Sierra hat, oder? Viel schlechter. Was ist das denn hier? Ritualbrecher, Streitkolben. Messer des Saboteurs ist auch schwierig. Okay. Haben wir hier nicht so viel Zeug. Haben bitte Platz, danke. Ja. Das neue Dach ist Mein hervorragend. Status. Gute Muss man mal schauen, wie wir das jetzt machen. Ich laufe jetzt erstmal hier hoch. Seid gegrüßt, Fremder. Das ist unten. Müsste da hinten sein. Hab ich dir nicht gesagt? Flachländer aus dem Norden. Warum ziehen die sich so an? Wir reden erstmal noch nicht mit denen. Gucken wir, dass mir hier oben irgendwas. Gott, die Sonne blendet. Dann geht der blind hier oben. Die Legende von Rückner. Eistroll. Jedes Mal, wenn ich denke, ich hätte gerade die hässlichste Avar-Statue der Welt gesehen, taucht eine neue auf, die sie noch übertrifft. Hi. Also, seid ihr hier, um eure Fähigkeiten auf die Probe zu stellen? Was meint ihr damit? Unsere Krieger wollen sich mit euch messen, Inquisitor. Bringt uns eine Opfergabe und wir lassen euch in Hakons Prüfungen kämpfen. Der Steinbärenstamm wüsste gern, ob euch die Geister gewogen sind, genau wie ich. Leitet ihr diese Arena? Das tue ich. Man nennt mich Arkenfelsen. Ich bereite Krieger für die Götter vor. Oder besser gesagt, ich bläue jungen Köpfen ein, dass niemand von Geburt an weiß, wie die Axt geschwungen wird oder der Pfeil fliegt. Was soll das heißen, ihr bereitet Krieger für die Götter vor? Wir üben uns und die Götter sehen, dass wir würdig werden. Würdig wofür? Einen Augenblick der Stärke, wenn man sie am dringendsten braucht. Einen kurzen Blick, der eine Klinge erhascht, die auf euer Herz zielt. Unsere Krieger müssen beweisen, dass sie den Willen für diese Gaben besitzen. Ebenso wie den Willen, sich zu üben. Geister greifen tatsächlich manchmal ein, wenn der Schleier es zulässt. Und gelegentlich kommt dabei sogar etwas Gutes heraus. Unser Augur ist kein Narr. Wir halten die bösen Geister zurück. Oder spüren sie in jenen auf, die sie anziehen. Berühmte letzte Worte all derer, die sich selbst überschätzen. Was genau sind diese Prüfungen? Ein Kampf gegen unsere Besten. Verstand und Muskeln und Stahl gegen Stahl. Nicht bis zum Tod, sondern nur bis einer der Kämpfer aufgibt.
Ihr müsst also keine Angst haben. Ich würde niemandem nur wegen einer Prüfung das Leben nehmen wollen. Gut, aber haltet euch nicht zurück. Die Götter und ich würden es bemerken. Wieso betet ihr zu Hakon, wenn euch seine Fanatiker doch derartige Schwierigkeiten bereiten? Hakon Winteratem könnte uns durch diese Fanatiker auf die Probe stellen. Er kann ein grausamer Gott sein, Flachländer. Er wird seine Gunst dem Sieger schenken und keinem anderen. Stärke zu Stärke. Sollten Hakons Fänge versuchen, uns anzugreifen, werden wir ihre Überreste an die Bären verfüttern. Ich habe gehört, euer Stammestier sei verschwunden. Wisst ihr vielleicht, wo sie sein könnte? Da kann ich euch nicht helfen, Inquisitor. Ich halte mich so gut ich kann von Storvaker fern. Warum? Sie hat mich als Junges übel gebissen. Bei Regen juckt die Narbe immer noch. Ich verabschiede mich. Sichere Reisen. Gut. Was war das? Du hast jetzt gerade nicht gelesen. Das war viel zu schnell. Das sehe ich. Die Aufgabe an die Arena, okay. Okay. Könnten dann das hier, glaube ich, machen. Oder das mit dem Vater, ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall kann man beides, glaube ich, machen. Vielleicht ist es ja beides, dass wir irgendwo hingeschickt werden. Und in die Arena können wir, glaube ich, nicht. Was ist dann hier hinten? Okay. Da ist nichts, da kommen die Gegner, glaube ich, raus, wenn man hier reingeht. Muss man mit allen kämpfen? Keine Ahnung. Dann müssen wir jetzt doch unten mit ihnen reden. Keine Lust drauf. Das neue Dach ist hervorragend. Gute Arbeit. Ja, gut, wie viel Zeit haben wir? Wir haben noch genug Zeit. Und dann machen wir einen neuen Spielstand. Seid gegrüßt, Fremder! Der Name eines Vaters. Mal kurz gucken. Der Name eines Vaters. Na gut, wir schon mal. Neuer Dach ist hervorragend. Gute Arbeit. Ja. Moin. Halt. Seid gegrüßt, Fremder. Was ist? Finn. Hi, Finn. Inquisitor, euer Besuch ehrt mich. Ich bin Finn Kaldansen. Verzeiht mir, dass ich nicht aufstehe, um euch angemessen zu begrüßen. Wie wurdet ihr verletzt? Vor ein paar Monaten zog ein Sturm auf. Der schlimmste, den wir seit langem gesehen hatten. Ich habe geholfen, die Fischerboote sicher zu vertäuen. Einer wäre beinahe hineingestürzt. Ich hielt ihn, wurde aber selbst von der Strömung mitgerissen. Mein Bein wurde an den Felsen zerschmettert. Es ist noch nicht wieder richtig verheilt. Ich weiß von der Bestattung eures Vaters und der Opfergabe. Ich habe es versucht. Ich habe mich aus diesem verfluchten Bett geschleppt, aber die Schmerzen... Ich brach zusammen. Der Jagdmeister fand mich und brachte mich zurück. Er sagte, wir bräuchten nicht noch einen Toten. Mir wurde gesagt, ich könne die Opfergabe als Geschenk an den Stamm darbringen. Und genau das werde ich für euren Vater tun. Er wird nicht mehr lange mein Vater sein. Was meint ihr damit? Ich kann die Opfergabe nicht darbringen. Sobald die Himmelsbestattung abgeschlossen ist, verliere ich das Recht, den Namen meines Vaters zu tragen. Was? Entweder er macht das, oder er ist die falsche Art Elf? Wie bitte? Vergesst es. Helft ihm einfach. Ob er nun mein Vater ist oder nicht, ich liebe ihn.
Seine Seele darf nicht von der Welt getrennt werden, wenn sie doch eigentlich zurückkehren sollte. Wenn ihr die Opfergabe als Geschenk darbringen könntet, würde ich euch das niemals vergessen. Ihr solltet euch ausruhen. Die Herrin möge euch schützen. Wir werden dann ihm die Opfergabe geben, auch wenn wir jetzt einen ansehen, dann jetzt nicht bekommen würden. Gibt ja, glaube ich, genug. Warte mal, ich kann ja auch kurz gucken. Gäste des Stammes. Ja. Hätten wir das hier? Haben wir schon. Das machen würden. Man muss ja mindestens 5 haben. Ja. Dann kriegen wir schon zusammen. Da kriegen wir schon hin, Finn. Ha, hat sich gereinigt. Ja, Jagdmeister. Moin. Ne? Inquisitor, braucht ihr die Hilfe eines Jägers oder spaziert ihr einfach nur ein bisschen herum? Ich schätze, ihr Flachländer bekommt nicht sonderlich viele Stämme zu sehen. Aber ich kann euch sagen, es gibt keinen besseren. Ich nehme an, ihr geht selbst auch auf die Jagd? Selbstverständlich. Wer behauptet hier etwas anderes? Niemand. Ich führe unsere Jagden an, Inquisitor. Mein Bein schmerzt, mein eines Auge ist im Dunkeln blind und trotzdem bringe ich mehr Fleisch nach Hause als jeder andere Angehörige des Stammes. Ob ich jage, ziehe, pisse. Bitte entschuldigt, ich war einfach nur neugierig. Ich schätze, ihr Flachländer könnt wohl nichts für eure Manieren. Habt ihr irgendeine Ahnung, wo ich Storbaka finden könnte? Unser Stammestier ist ständig hungrig. Sie macht vielleicht Jagd auf das Wild im westlichen Tal. Da das Wetter umschlägt, glaube ich nicht, dass sie sich viel weiter von hier entfernen würde. Ich habe mit der Frau gesprochen, die die Körper für die Bestattung vorbereitet. Sie meinte, ich könnte eine Opfergabe darbringen, für Kaldan. Wie kommt sie nur... als Geschenk. Was für eine durchtriebene Frau. In diesem Fall nehme ich eine Opfergabe an aus der Hand, die sie mir übergibt. Die Opfergabe wird traditionell Korth dargebracht und muss ein Geschöpf sein, das das Götterreich berührt. Ich zeige euch, wo welche gesehen wurden. Es wäre ein beispielloses Geschenk, Flachländer. Trotzdem bedauere ich Kaldans Sohn. Er wird den Namen seines Vaters verlieren. Auf bald. Gebt auf euch Acht! Okay. Aber du kriegst die Sachen nicht, sondern Finn. So, wo müssen wir hin? Was ist das? Da ist Dorfacker, okay. Warte. Jetzt da über hinrennen für die Viecher. Okay, wir können ja hier hin. Das erste Vieh hier töten. Und dann gehen wir runter und suchen das Dorfacker. Ja. Sonst geht es ja nicht anders. Na, müssen wir halt so machen. Gut, dann machen wir es so. Noch? Moment. So, da. So, der erste Vieh ist in vorne irgendwo. Ja, schon so ein Gurgut, oder wie die Vieh heißen. Du das? Nee. Was ist hier? Oh Gott, ja, da unten.
kämpft gegen die Arkons Engel. Die beobachten erstmal. Nicht runtergehen, angreifen. Bleiben erstmal hier oben. Gucken wir uns erstmal das Ganze an. Wir sollen sich unten erstmal selber fertig machen. Wir sind hier unten. Komm, wir holen Slowaken zurück, oder? Muss immer das Vieh töten. Dann töten wir das erste Vieh und dann ist gut. Erste Vieh zusammen mit den Idioten. Hallo? Ja? Und wo ist dein Kumpel da? Ist ja schon angeschlagen. Das Vieh an, ne? Wo ist das Vieh? Okay, das Vieh ist tot, ja, ne? Wo ist das andere Vieh? Da. Nein. Du bist ja schon gut angegriffen worden. Aua. Das ist eines der Tiere, die der Jagdmeister beschrieben hat. Faszinierend. Ich nehme an, sie ist mit dem Nichts in Kontakt gekommen. Schwert.
Gut, würde ich sagen, wir denken. So. Wir schauen beim nächsten Mal nach, ob wir Stovaker da oben finden. Ja. Dann würde ich sagen, bis dann und tschüss.